die Qualitätsregelkarte. Als viertes Grundwerkzeug des Qualitätsmanagements stelle ich Ihnen nun exemplarisch eine einspurige und zielwertorientierte Qualitätsregelkarte vor. Dazu habe ich als Beispiel eine Regelkarte vorbereitet. Als Mittellinie sehen Sie darin einen Zielwert. Ziel könnte ja in unserem Seminar sein, dass ich stets Ihre volle Aufmerksamkeit und Konzentration habe. Es könnte sein, dass einige Teilnehmer angeregt werden zu fragen und wollen sich zu Wort melden. Dann wäre es schön, wenn Sie mir ein Handzeichen geben. Das würde ich dann als obere Warngrenze bezeichnen wollen. Und wenn ich Sie dann mit Mikrofon und Bild dazu schalte, dann würde ich meinen Prozess ja unterbrechen. Deswegen symbolisiert die obere rote Linie die sogenannte obere Eingriffsgrenze. Nun könnte es sein, dass im Laufe der Zeit auch Ihre Konzentration nachlässt. Und ich sehe das vielleicht, indem sich einzelne Teilnehmer mit ihrer Kamera abschalten. Das wäre dann für mich die untere Warngrenze. Und wenn Sie einfach das Seminar verlassen, ohne vorher Bescheid zu sagen, wäre das die untere Eingriffsgrenze. Solange bei meinen Stichproben und meiner Wahrnehmung, die ich jetzt einzeichne mit diesen Xen, alle Teilnehmer um einen Zielwert pendeln, ist sprichwörtlich alles im grünen Bereich. Der Nutzen einer Qualitätsregelkarte besteht nun darin, dass wir Stichproben einzeichnen. Und wir nehmen mal an, am Anfang sind Sie alle höchst konzentriert und aufmerksam. In der zweiten Stichprobe vielleicht ein Viertelstündchen später ebenfalls noch. Dann könnte es sein, dass der Stoff immer interessanter wird und dass hier ein Teilnehmer ein Handzeichen hebt zur Frage. Hier würde ich den Prozess anhalten, um Ihre Frage zu beantworten. Und wenn wir die Linien jetzt verbinden, dann sehen wir, wie sich das verhält. Und genauso könnte der Prozess sich also hier nach unten bewegen, auf die untere Warngrenze oder Eingriffsgrenze, wie eben erwähnt. Ziel und Nutzen von Qualitätsregelkarten ist also das Sicherstellen von Prozessgrenzen und das auch zu dokumentieren. Heutzutage haben viele Maschinenrechner solche Qualitätsregelkartenfunktionen bereits integriert. Mein Praxistipp für Sie: Vergessen Sie nicht, Ihr Prüf- und Bedienpersonal in den Regeln zum Führen und Handeln von Qualitätsregelkarten zu schulen.